Baby. Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Oh, ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Hallo? Hey, hier ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Hier sollte es sein.
Verdammt! Mia? Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Ist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Ja. Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen. Jetzt! Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist?
Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Dort. Dort ist es. Hier ist es. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Mia? Warte! Warte! Bist du, Mia?
Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei dem Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh dahin. Jetzt. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Hättest du nicht tun dürfen! Das Bad verdammt will! Okay, gut. Willkommen in der Familie, Junge.
Komm schon, stirb uns jetzt nicht weg. Du hast Arbeit zu erledigen. Wo bin ich? Was zur Hölle? Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Ich das. Es ist gut. Er kennt gut nicht mal, wenn man es ihm unter die Nase reibt. Lukas! Verdammt! Nicht schon wieder! Geh mir aus dem Weg, Margaret. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Komm schon. Er isst es nicht, Jack. Halt, verdammte Maul, Margaret. Ich hab das für ihn gemacht. Raus hier, verdammt. Du bist ein Mistkerl. Ich kann es nicht glauben, Mistkerl. Er isst es nicht. Das sollte ein ganz besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge. Verdammt nochmal! Ich wette, es ist wieder dieser Kopf! Verdammte Schweine! Ich komme zu dir zurück. Zu Haus gekommen, Junge. Wieder gut.
Was zum Teufel? Jor! Seite! Lauf! Hier kommt's! Jor! Na gut, hat alles Spaß gemacht, Junge. Ich komme später zu dir zurück. So, stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist ein Kodex. Verliere nicht. Er ist wichtig. Reizendes Mädchen. Machen Sie auf! Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein! Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen.
Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Was soll ich mit einem Messer? Wir müssen hier raus, verdammt! Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten! Antworten Sie endlich! Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor auf! Stopp. Das Tor aufmachen! Das Tor wieder! Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch umbringen. Los! Junge, du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße!
Dauert nicht mehr lang, dann finde ich dich und leg dich um. Bleib genau da! Zurück!
sollte ihr Vater sein. Jetzt sagt sie, dass er ihr Vater sein wird. Nein. Ich werde ihn finden. Und werde ihn leiden lassen. Und du, mein Freund, wirst mir helfen. Armer Deputy.
der Erste, der es so weit geschafft hat. Also was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja, das hört mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay, und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Thank you.
Erzähl keinen Mist mehr, Mia. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Daddy, stimmt's? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum. Tu etwas! Hilfe, Hilfe! Verdammt! Mist, 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 Mist! Alarm! Scheiße!
hier nicht rein! Ich glaube, das ist es. Und? Hast du ein Serum gefunden? Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay, schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Thank you.
tot, okay? Bleib fort. Ah!
Oh mein Gott. Ich schätze, das ist er. Ich hab ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Ich warte im Wohnwagen auf dich. Okay. Wo zur Hölle bist du? Ach, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel! Ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein! Das ist familienintern, Ethan! Und nicht deine Sorge! Verstanden? Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen und ich gebe ihn dir. Aber nur, wenn du an einer kleinen Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe. Nur für dich. Welche Aktivität? Oh, oh, oh. Du bist schon ganz scharf drauf, aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Als allererstes hätte ich gerne, Partner, dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich! Oh, komm schon, sei doch nicht so. Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Jetzt schau in den Kühlschrank. Thank you.
Oh, oh mein Gott.
Du hast ein wirklich gutes Auge.
wieder, aber nicht angenommen. Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Nein. 0621. Nein. Es ist 0514. Na komm schon, versuch's mal, man weiß nie. Thank you.
Gentlemen, Jungen und Mädchen, willkommen beim Scheunenkampf! Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen, wir haben Regeln! Du mich auf! Was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Torte stecken. Leck mich am Arsch! Ethan! Wortwahl bitte! Wir haben Kinder. Im Gebäude. Irgendwo. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher.
Endlich. Ich komme mir. Mia. Zoe? Zoe, ich... Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Hast du beide Materialien? Ja, das sollte genug sein. Wenn wir es schnell genug herstellen... Mein Vater und Lukas sind nicht weit weg. Er kommt.
Daddy kommt. Gut, wir haben genug für zwei. Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Draußen ist ein Boot. Damit fahren wir durch den Sumpf. Aber keiner von uns beiden wird ohne Serum weit kommen. Hey, eins davon ist meins. Sorry, flipp deinen Arsch zurück ins Haus. Um dich kümmere ich mich später. Ethan, hier lang. Nimm das Serum an ihm. Du willst, dass ich ihn heile? Das fühlt sich an. Total. Geht's dir gut? Ja. Komm schon, Mia wartet auf uns. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Nein! Tut mir leid. Wirklich. Aber Zoe kann uns beide in Sicherheit führen. Und dann komme ich zu dir zurück. Geh! Ich will es nicht hören. Geht schon, ihr beiden! Ja. Mein Platz ist hier, bei ihr. Mach dich nicht lächerlich. Du vergisst. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Ich schicke Hilfe. Danke. Ich kann nicht glauben, dass du mich gewählt hast. Mia nützt in ihrem Zustand niemandem. Aber wir kommen hier vielleicht in einem Stück raus. Hast wohl recht. Ich will wissen, was hier vor sich geht. Angefangen mit Mia.
Mia kam mit Evelyn her. So hat es angefangen. Evelyn. Das Mädchen. Ich wusste, dass Mia etwas verbirgt. Dort. Das ist das Boot, mit dem Mia und Evelyn herkamen. Oh, was zum... Damit sind sie gekommen? Gehen wir nachschauen. Ich gehe nicht dahin zurück. Ich muss wissen, was Mia hier gemacht hat. Was zur Hölle war das? Das war sie. Evelyn will nicht, dass wir gehen. Nein! Nein! Evie! Bitte! Zoe? Evie! Zoe! Zoe! Was zum Teufel? Mami. Ethan? Ethan! Ah! Ah! Ethan! Ethan! Was war das? Thank you.
Erinnerst du dich? Was? Was bist du? Gesagt, wir können eine Familie sein. Wovon redest du da? Du hast's gesagt! Warte! Ich habe das Warten satt. Sieh's dir an. Was? Warum? Du musst dich erinnern. Dann können wir eine... Alan, dein Zustand wird schlimmer. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Aber das geschieht mir recht. Sie ist wegen mir entkommen. Ja, es ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Dich hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier. Nimm das. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Bring's in Ordnung. Okay, Evie. Wo bist du?
übergibt sich. Verdammt, muss ihn zurücksetzen. Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Oh, großartig. Wir werden viel mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay. Wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. Bist du böse auf mich, Mami? Nein, Evie. Ich bin nicht böse. Warte. Wie hast du mich genannt? Ich will nicht mehr im Labor wohnen. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist. Okay, Evie. Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt sofort mit mir zurück, okay? Wo bist du, Evie? Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Mach du dir nur Sorgen, wie du Evelyn zurückbekommst.
Notfallverriegelung wurde aktiviert. Wie bist du hergekommen? Wo ist Evie? Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Sag sowas nicht. Dir vertraut sie. Das kleine Mischstück. Nie hat sie... Okay, warte. Evie, nein, Evie! Evie! Alan, hör zu! Ich hab's nicht so gemeint! Sie versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Du musst sie bekämpfen. Evelyn, stopp! Hör jetzt auf! Wir werden für immer zusammen sein. Erinnerst du dich jetzt? Ja, Evelyn. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein, wie vorher? Nein, Evie, wir können keine Familie sein. Wir waren nie eine Familie. Wir werden das nie sein, eine Familie. Dann brauche ich dich nie mehr.
Erwartet.
Ich will, dass du etwas für mich machst. Ethan! 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 Hey, ich weiß. Ich werde dir nichts tun. Ich hätte es nie getan, wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Was meinst du damit? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht Margaret. Oder mein Sohn Lucas. Oder unsere Zoe hier. Das Mädchen Evelyn. Sie steckt dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht. Sie macht nur... Sie dringt in deinen Geist ein und deine Seele. Du kannst dich nicht wehren. Du bist mit ihr verbunden und hast einfach diesen Drang zu. Du bist danach ein anderer Mensch. Genau wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden und aufhalten. Ethan. Befreie meine Familie. Bitte. Evelyn, lass die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Du! Tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihm nicht wehtun. Mag es ja nicht. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Weißt du noch? Warum, Mia? Warum?
zum Teufel bist du? Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht, habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden. Wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf. Negativ. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Dritten gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl, sie zu eliminieren. Ich wiederhole, eliminiert sie. Thank you.
Ha 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 ha!
Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Ethan, ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Töte ihn, Mami. Das hättest du nicht tun dürfen. Das mag verdammt Will. Er will nicht mein Daddy sein. Dann soll er sterben. Jetzt ist Mami dran, dich zu töten. Du wirst einer von uns werden. Und dann spielst du vielleicht mit uns. Ich spiele nicht. Nein! Schaff das weg von mir! Ich bin jetzt ein großes Mädchen!
Eine Familie. Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer, sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Das erste Mal hatte ich Mias Verlust akzeptiert. Aber jetzt habe ich sie wieder verloren. Und die einzige andere Tür, die ich sehe, ist zu. Go tell Aunt Rhody.
prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. She's